Schutz sind, weil ich die das letzte Jahr bekommen nach der Risse mit der Schwarznase. Ich werde vom Mobilo Herdenschutz die bekommen und ich habe die im Herbst, nachdem dass ich den Sachkundenachweis gemacht habe, kaufen. Ja, seit dem Herbst 2014 sind die auf meinem Betrieb. Wie war der Sommer? Der war vor allen Dingen ganz anders wie gedacht. Das ist das Fazit. Normalerweise hat man als Hirt ganz feste Aufgaben und hier war die Aufgabe einfach Schafe zu hüten. Mehr frei als im Zaun und und dann kam ziemlich am Anfang der Saison schon der Wolf dazu hier. Der hier sind praktisch im Epizentrum im diesjährigen des Wolfes gelandet, ohne es zu wissen. Und mussten dann das Konzept komplett umstellen. Wir haben Schafe dazu bekommen, noch die vom Wolf angegriffen wurden, Herden, die noch frei hier im Berg waren. Die sind alle dazugekommen, sodass es letztendlich hier nur eine Herde gab und die mit sehr großem Aufwand Herdenschutz, also diesen sogenannten zumutbaren Herdenschutz auf Herdenschutzmaßnahmen mussten umgesetzt werden. Das ist uns zum größten Teil auch gelungen. Aber es hat natürlich ganz viel Mehrarbeit und Stress für alle Beteiligten und letztendlich auch einen zweiten Hirten hier gefordert. Aber am Ende von der Saison hat alles dann irgendwie gut geklappt. Wir haben nur 2 bzw. 3 Lämmer an den Wolf verloren im Anfangsbereich. Jetzt zieht am Samstag die Herde dann dank diesen Maßnahmen geschlossen wieder ins Tal.